Ich bin auf der Suche nach einem neuen Auto und wir schauen uns heute den Volvo XC60 als Diesel an, Mildhybrid der B4 mit 190 PS. Lexus wird auch Premium gelebt. Den Gut gefällt mir. Und ja, es ist ein bisschen windig. Ich hoffe, ihr versteht mich trotzdem. Gucken wir uns doch erstmal das Fahrzeug an, bevor wir losfahren. Wir haben von außen natürlich diesen klassischen großen Volvo-Grill. Auch der Rest, die Felgen, die Räder, das ganze Design. Es ist nichts, was uns jetzt überrascht. Die typischen großen Schlusslichter und ein Kofferraum, der auch ordentlich Platz mitbringt. Und wenn wir uns jetzt hier den Kofferraum angucken, gibt es hier noch eine Besonderheit im Kofferraum. Denn wir haben hier nicht nur viel Platz für die Klasse, noch ein richtig klassisches Reserverad. Und das werdet ihr merken in dem Auto, denn dieses klassische, oldschool, minimalistische, das zieht sich durch das komplette Auto durch. Und ich entschuldige mich jetzt schon, ich werde mehrere Metaphern bringen, wo ich immer wieder irgendwas mit sage mit den Großeltern oder man besucht seinen Opa. Aber ich finde, das ist gar nicht böse gemeint, das passt sehr, sehr gut zu dem Auto. Aber bevor wir jetzt noch weiter in dem Wind hier draußen rumstehen, gucken wir doch mal ins Fahrzeug rein. So, wie ihr seht, es ist wirklich sehr windig. Die Haare stehen in alle Richtungen. Aber jetzt hört er mich auch besser. Wir haben hier unsere Ruhe. Man sitzt hier drin und man will gar nicht schnell fahren. Man will ein Tempomat anmachen und gemütlich mitgleiten. Das Leben entschleunigt sich so ein bisschen in Volvo. Das ist eine Sache, die gefällt mir. Was mir auch gefällt, dieses unfassbar schnelle Infotainment-System. Es ist halt sehr abgespeckt. Aber es hat direkt schon Google Maps drauf und es funktioniert so schnell. Ich blende euch das mal kurz ein. Hey Google, Paunsdorf Center Leipzig. Gerne, das PC Paunsdorf Center in der Paunsdorfer Allee wird als Ziel gespeichert. Hey Google, Navigation abbrechen. Navigation wird beendet. Hey Google, Restaurant Rodos. Okay, es gibt Rodos in 7,7 Kilometern Entfernung. Soll ich dir den Weg dorthin zeigen? 1. Alles klar. Rodos in 7,7 Kilometern Entfernung. Bis du ankommst, ist Rodos eventuell bereits geschlossen. Und das Design, wenn wir uns das Auto von draußen angucken, das ist halt einfach, eine Volvo ist sich einfach treu geblieben, wie es all die ganzen letzten Jahre ausgeschaut hat. Da macht man nichts Verrücktes. Es schaut einfach aus wie ein Volvo. Es schaut einfach aus, wie ein Volvo aussehen muss. Ich habe das Gefühl, das Auto ist mehr für Leute, die sich nicht so über Technik interessieren, die nicht so viel rumspielen wollen, sondern die einfach nur fahren wollen. Und das merkt man dementsprechend. Wir haben hier große Knöpfe, wir haben wenig Einstellungsmöglichkeiten. Ich verstehe, dass sowas für Leute interessant sein kann. Meins ist es nicht. Als ich mich zum ersten Mal reingesetzt habe, ja, die Sitze sind soweit bequem, aber auch hier das Leder an der Seite, das ist sehr, sehr weich. Und ich habe das Gefühl, dass ich auf Dauer wahrscheinlich in den Sitzen ein bisschen Rückenschmerzen bekommen werde. Wobei, da bin ich auch komisch. Ich finde zum Beispiel auch die Schalensitze in Alpine mega bequem. Mit denen kann ich 600 Kilometer ohne Rückenschmerzen fahren. Aber auch das alles Geschmackssache. So, jetzt hören wir aber mal auf zu labern. Wir wollen jetzt einfach mal losfahren. Hey Google, Golfclub Machern, Leipzig. Klar, der Golf- und Country-Club Leipzig in der Kirschallee wird als Ziel gespeichert. Ich nehme euch jetzt nicht mit zum Runde Golfen, aber die Landstraße dahin fährt sich einfach sehr schön. Und ich denke, das ist einfach eine gute Strecke, um das Fahrzeug mal ein bisschen anzuschauen, zu gucken, wie sich das Ganze verhält. Also was man schon mal merkt, das Thema Lenkung, das geht schon mal sehr, sehr leichtgängig. Sehr, sehr einfach von der Hand.
Und jetzt auch der kurze Sprint auf der Landstraße. Wie gesagt, wir haben hier den 190 PS Diesel Multibrid verbaut. Und jetzt auch der kurze Sprint. Da kam ein LKW, okay, da müssen wir ein bisschen Gas geben. Das ging sehr zügig, das ging sehr schnell. Und relaxed. Und das ist auch schon das erste Gefühl, also der erste Eindruck, den ich hier vom Auto habe. Es geht hier sehr, sehr relaxed zu, entspannt. So ein bisschen entschleunigt, kann man fast schon sagen. Und ich habe euch schon vorgewarnt, wenn ich mir das so angucke, ich werde hier so ein paar Gags machen, die immer wieder auf das Thema Großeltern zu sprechen kommen. Und das meine ich, wie gesagt, auch nicht böse, aber ich habe irgendwie so das, so ein bisschen, das ist das, woran es mich einfach erinnert, wenn ich in diesen Volvo einsteige. Diese Entspannung, auch wenn man seine Großeltern besucht, da sind nicht die ganze Zeit irgendwelche Handys an und der Fernseher ist vielleicht laut. Also das ist bei meinen Großeltern, wenn ich die besuche, der Fernseher ist aus, da sind nicht Haufen Handys an und das ist einfach ruhig. Wenn niemand was sagt, hört man vielleicht maximal die Nachbarn oder draußen den Hund bellen. Und auch hier, total entspannt, total ruhig und unaufgeregt. Auch die ganzen Knöpfe, die Bedienmöglichkeiten, ja, es ist übersichtlich. Es gibt große Tasten und auch wenn ich hier was einstellen will, ich habe vorhin schon mal ein bisschen durch den Bordcomputer gestellt, da merkt man, so viel kann man gar nicht einstellen. Ja, also auch das ist was für Leute, die nicht so viel mit Technik spielen wollen. Die sagen, ja okay, nee, das reicht mir doch, das muss von A nach B fahren und das bequem und komfortabel. Aber ich muss nicht bis ins kleinste Detail, das Tacho ist voll digital, aber ich muss das nicht komplett einstellen können mit allen Sachen. Muss einfach entspannt sein. Muss alles da sein, was ich brauche und was ich nicht brauche, das brauchen wir nicht. Ich kann mir vorstellen, dass so die Ingenieure hier auch so ein bisschen rangegangen sind, nach dem Motto, wer braucht denn sowas? Das braucht man sowieso nicht. Und ist ja, wie es manchmal die Oma oder der Opa sagt, wenn man mit neuer Technik kommt, ach, das habe ich mein ganzes Leben noch nicht gebraucht, warum brauche ich das jetzt? Und natürlich, man geht mit der Zeit. Wir haben hier das Google Car direkt schon im Auto drin. Wir müssen hier nicht mehr extra irgendwas anschließen. Ja, wir haben ein voll digitales Tacho, was uns dort auch nochmal die Karte zeigt. Aber alle Bedienungen, alle Sachen, die man hier sieht, alles ist groß, es ist übersichtlich, ich komme sofort ran. Ich muss mir noch nichts überlegen, was könnte das bedeuten, auch auf dem Lenkrad. Das sind große Knöpfe, alles komplett unaufgeregt und man weiß gleich sofort, wo muss man draufdrücken, damit was passiert. Das Einzige, was wir hören eigentlich gerade, ist ja ein bisschen den Diesel im Hintergrund und die Lüftung, so Unebenheiten. Ja, da sind vielleicht ein paar da, aber die werden weggedämpft. Und wie es manchmal ist, wenn man dann den Oma, den Opa fragt, ja, kannst du mir beim Renovieren helfen, Opa? Du hast Ahnung von sowas. Der springt nicht sofort auf, ja, wie so ein Jungspund oder wie so ein Sportwagen, der ist gleich da. Aber wenn er dann in Bewegung ist, er sagt erstmal, oh, ja, ich stehe auf. Aber wenn er dann aufgestanden ist, dann hilft er in einem zügigen Tempo, ohne sich hetzen zu lassen. Und auch so kann man das so ein bisschen hier in dem Volvo sagen, denn wenn wir jetzt gleich mal die Ortschaft verlassen. So, aber dann, man merkt ganz klar, wie er zurückschaltet. Im sportlichen Fahren merkt man wirklich die Schaltvorgänge. Und dann ist er ruckzuck auf dem Arbeitstempo, wo er sich wohlfühlt. Und dann macht er seine Sache. Der lädt auch aber gar nicht ein, zu sagen, nein, nee, wir müssen das jetzt noch schneller und hier und dort, sondern einfach, wir haben ein gutes Reisetempo, ein gutes Arbeitstempo. Und dann machen wir das. Ja, es kann auch mal schneller sein, wenn gerade Stress ist. Aber eigentlich wollen wir den Stress gar nicht. Und das ist das total Interessante an dem Auto. Ich habe mir wirklich überlegt, soll ich den Volvo eigentlich in diesen Vergleichstest, meinen Vergleichstest mit reinnehmen. Denn begrenzt auf 180 km/h elektrisch. Will ich das. Und ich habe mir gesagt, nee, ich bin noch nie Volvo gefahren. Und ich fand Volvo aber immer spannend. Okay, diese 180, das ist halt doof. Aber ich will trotzdem mal erfahren, wie ist es, so ein Volvo zu fahren. Und das Verrückte ist, nicht schneller als 180 fahren zu können, das vermisse ich in dem Auto gerade gar nicht. Ich,
ich vermisse nicht, ich will noch schneller, ich will dynamischer fahren. So wie ich manchmal mit anderen Autos unterwegs bin. Bei dem Auto habe ich das Gefühl, nee, just. Wir können, also am liebsten würde ich jetzt gar nicht groß in die Kamera sprechen, sondern mir ein Hörbuch anmachen und einfach nur relaxen. Das ist das, wozu das Auto hier einlädt. Und wie gesagt, das überrascht mich total, weil ich das einfach nicht gedacht hätte, dass einem das so entspannt, so beruhigt. Ich hatte heute wirklich einen mega stressigen Morgen gehabt und dachte mir, boah, jetzt heute noch diesen Dreh. Aber okay, Termin ist Termin. Und man setzt sich in das Auto und das ist... Man hat gute Laune, einfach entspannt. Die Außenwelt ist ein bisschen abgeschirmt. Wenn mich eine Sache stört, dann ist es eher... Und jetzt kommen wir wieder zu Oma und Opa. Wir besuchen total gerne mal unsere Oma und Opa. Das ist auch total schön. Ja. Aber wir wollen nicht über Nacht bleiben. Weil dafür sind dann doch die Vorstellungen von alten Leuten doch zu groß zu uns jungen Leuten in der Regel. Ich möchte ein bisschen mehr Aufregung hier. Ich will ein bisschen mehr Tasten, Bedienelemente. Gerne auch, also es muss ja nicht mal Touch sein, ja. Ich will mich im Menü weiter in die Tiefe graben können, aber auch solche banalen Sachen wie welches Licht hat das Ambilight, welche Farbe hat das Ambilight, oder verschiedene Fahrmodi, ja, gibt es auch nicht. Okay, es gibt einen Offroad-Modus, ja, aber ansonsten verschiedene Fahrmodi gibt es nicht, aber ich finde das cool. Verschiedener Fahrmodus und auf einmal ist das voll digitale Tacho ein anderes. Haben wir ja auch nicht, weil er das nicht braucht. Oder zumindest die Zielgruppe, die Volvo damit anspricht, braucht sowas nicht. Da geht es mir wahrscheinlich so ein bisschen wie beim Lexus, den wir uns beim letzten Video angeguckt haben. Ich passe hier wahrscheinlich einfach nicht in die Zielgruppe. Es ist trotzdem mega interessant, das Auto mal so kennenzulernen und zu erfahren. Und sagt, aber wenn wir Gas geben wollen, man merkt, wie er zurückschaltet. Und Opa mit. Die Landstraße ist hier ein bisschen dynamischer. Hier kann man so ein bisschen mal gucken, was das Auto auf der dynamischen Spur hinbekommt. Da quält sich dabei auch nicht. Also ich habe jetzt nicht gemerkt, dass der irgendwie sagt, ich will das eigentlich gar nicht, der kann's. Aber irgendwie will man das selber gar nicht irgendwie in dem Auto. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich verstehe auch gar nicht so richtig, also ich verstehe eh nicht immer die Volvo-Fahrer, die mit 180 bei elektronischer Begrenzung auf der Autobahn dort langfahren und die linke Spur blockieren und nicht zur Seite fahren. Aber ich habe auch gar nicht so richtig die Lust, 180 hier in dem Auto zu fahren. Wie gesagt, es entspannt mich. Bin stehen geblieben vorhin beim Thema, ja, es ist mal schön, bei den Großeltern zu sein, aber man freut sich dann wieder nach Hause zu fahren. Wie gesagt, irgendwie, ich verstehe das ganze System. Ich verstehe auch, warum es so gemacht ist und ich finde es cool, wie es gemacht ist. Aber es ist halt eben irgendwie nicht für mich. Jetzt hole ich aber erstmal meine Frau ab und schaue mal, was sie dazu sagt. Julia fand Volvo schon ja immer irgendwie sehr interessant. Hat auch seitdem wir uns kennen immer mal wieder gesagt, Schatz, ich möchte Volvo, ich möchte einen Volvo. Und... ja, jetzt wird sie, ich nehme mal an, das erste Mal in dem moderneren Volvo drinne sitzen. Mal schauen, wie ihre Reaktion ist. Aber eine Sache, die kann ich schon mit euch wetten. Wenn ich ihr sage, dass das Auto dazu einlädt, entspannt zu gleiten, ruhig zu fahren, man gar nicht so richtig das Gefühl bekommt, ich will jetzt wirklich hier sportlich durch die Gegend fahren. Ich wette mit euch, dass sie das gut findet. Denn... sie findet meinen Fahrstil dann doch manchmal etwas zu sportlich, weil ich mich echt zusammenreiße, wenn sie im Auto ist. Daher kann ich mir vorstellen, dass ihr das hier sehr gut gefallen wird. Mmh. Schick. Sehr stylisch übrigens. Also hat wirklich wenig Tasten, wenig Knöpfe, ja? Wenig zum Einstellen. Alles ist groß. Ist ein bisschen wie für alte Leute gemacht, ja?
oder Leute, die einfach keine Lust haben auf zu viel Technik. Ja. Zum Beispiel ich. Ja. Wenn man keine Lust hat, sich ewig hier zu gucken, wie man alles bedient. Guck mal, wie schnell das alles geht. Hey Google, Navigation Rewe Delitzsch. In Ordnung. Es gibt ein Rewe Jens Geidel in 0,8 Kilometern Entfernung. Soll ich dir den Weg zu diesem Ort zeigen? Ja. Cool. Das ist auch nicht mein Handy diesmal, das ist schon im Auto so drin, ja? Mhm. Das ist cool. Und? Ah. Und noch eine Sache. Das ist... Also man will gar nicht schnell fahren in dem Auto. Weil der dafür gedacht, also man merkt so richtig, das ist wie das Wohnzimmer, wenn man den Opa besucht, ja? Alles ist ein bisschen entspannt und relaxed. Im Vergleich zum Lexus, wie gefällt er dir? Ja. Mehr als der Lexus, ja? Ich wüsste, wenn ich mir das Auto kaufen würde, ich würde das ein paar Wochen feiern und entspannt fahren, relaxed fahren, einfach mal so ein bisschen genießen. Aber dann wird man wahrscheinlich auch wieder ein bisschen dieses Kribbeln kommen, dieses... Können wir das nicht mal ein bisschen schneller, dynamischer, spannender, mehr Abwechslung? Meine Frau findet das total toll so. Ich sage, ja, perfekt, das richtige Auto für sie. Und vielleicht ist deshalb ja auch das gar nicht schlecht gewesen, dass ich mir den Volvo angeguckt habe. Vielleicht ist ja ein Volvo tatsächlich der ideale Zweitwagen für die Frau. Und ich kann mir irgendwas Verrücktes mit mehr Dynamik, mit mehr Sportlichkeit zulegen. Jetzt bin ich noch ein bisschen auf einer unbequemeren Straße unterwegs. Ja, es wackelt ein bisschen. Aber die Dämpfer, die nehmen das so entspannt auf. Also wirklich, dieser Volvo, der packt mich ganz, ganz anders, als ich das erwartet hätte. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass einen das so beruhigt, dieses Fahren. Ich weiß, ich habe das schon tausendmal gesagt, aber das ist halt einfach so. Auf der Autobahn. Ich bin den vorhin schon auf der Autobahn gefahren, hierher zum Büro. Und auch dort, ja, wenn ich Gas geben will, runterschalten und dann ist er zügig an dem Tempo zum Arbeiten. Auch in die Kurven, wenn ich mal mich in der Kurve ein bisschen verschätze, bestraft er mich nicht. Wackelt irgendwie nicht durch die Gegend, keine Schiffsschaukel, gar nichts. Der kriegt die Kurve alles sauber und sicher hin. Und das ist das, was das Auto auch auf der Autobahn, egal was ich mache, die ganze Zeit ausstrahlt. Sicherheit, entspanntes Fahren. Man will gar nicht rasen. Man will sich gar nicht stressen. Man wird so ein bisschen entschleunigt. Es gibt nicht so wahnsinnig viel Zeugs, was man hier drücken und einstellen kann. Somit kann man aber auch nicht wahnsinnig viel verstellen oder kaputt machen. Der Kofferraum ist groß. Es gibt noch ein richtiges Reserverad, was dabei ist. Die Autobahn, ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal mit 130 einfach Tempomat gefahren bin und gesagt habe, ja komm, zieht vorbei, alles ist entspannt, ich habe Zeit. Ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal gemacht habe, aber ich weiß, dass ich es heute wieder gemacht habe. Wenn wir entspannt beschleunigen, ja, der Diesel, man hört im Hintergrund arbeiten, aber leicht. Kommen wir mal zum Fazit. Wie gesagt, draußen ist es ja windig. Machen wir es doch gleich im Auto hier auf der Rückfahrt. Und hat mich der Volvo überzeugt? Ja. War es also gut, diese Probefahrt zu machen? 100%ig. Ist es das richtige Auto für mich? Nein. Ich muss fast schon sagen, leider.
Und vielleicht ist es auch so ein bisschen wie die Besuche bei den Großeltern. Als Kind ist das irgendwie was Besonderes, als junger Erwachsener ist man dann so ein bisschen, manchmal so ein bisschen genervt, wenn man irgendwie, weil es alles ein bisschen zu langsam und zu unaufregend ist, nennen wir es so. Aber umso älter man wird, umso mehr schätzt man wieder die Geschichten von seinen Großeltern. Umso älter man wird, umso mehr schätzt man diese Ruhe und Gelassenheit, die bei den Großeltern ausgestrahlt wird. Sich nicht alles so zu Herzen zu nehmen, nicht sich durch die Gegend zu stressen, sondern einfach mal zu entspannen. Vielleicht komme ich noch in das Alter, wo ich sage, ein Volvo ist genau das Richtige. Die andere Frage, das hatten wir mit Lexus, Lexus-Verkäufer sagte das zu mir, was passiert, wenn es Tempolimit in Deutschland gibt? Wenn es ein Tempolimit in Deutschland gibt und ich weiß, man kann auf der Autobahn eh nur noch 130 fahren, wäre dann so ein Volvo das richtige Auto für mich? Wahrscheinlich. Wäre was anderes. Ich wäre bis dahin etwas älter, ich hoffe wesentlich älter, denn ich möchte kein Tempolimit. Aber ich weiß, dass es früher oder später irgendwann kommen wird. Solange wie es das gibt, möchte ich aber noch leben, möchte ich das noch nutzen, möchte ich Spaß haben. Ich weiß, meine Frau braucht das nicht und ich weiß, es gibt auch viele andere Menschen da draußen, die sagen, ich fahre ja von sich aus schon 130, ich muss gar nicht schneller fahren. Das ist ja auch völlig okay. Und ich glaube, da ist der Volvo genau das Richtige. Und auch, ich will gar nicht sagen, wenn, das klingt immer so, als ob ich mich nicht entschieden habe. Nein, also ich werde mir keinen Volvo kaufen. Aber für meine Frau? Absolut. Wenn ein Zweitwagen kommt, dann werden wir, so wie das ausschaut und so wie sie das Auto jetzt gesehen hat, wie ihr das gefallen hat, durchaus nochmal zum Volvo-Händler unseres Vertrauens, um uns einen kleinen Volvo für sie anzugucken. Und mit dem Fazit kann ich nur sagen, danke fürs Zuschauen. Schreibt mal in die Kommentare, was haltet ihr von Volvo? Na, seid ihr schon mal in Gefahren? Oder generell dieses Konzept Ruhe, Entspannung, 180 abgeriegelt. Wir wollen eigentlich gar nicht so schnell fahren. Oder seid ihr wirklich die sagen, nee, solange wie es noch kein Tempolimit gibt, will ich durchziehen, da will ich ein sportliches Auto fahren. Schreibt mir die Gedanken, die ihr dort habt, mal in die Kommentare. Schaut euch hier noch die anderen Videos an, die wir haben. Und ganz wichtig, folgt uns für mehr Videos und lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Danke.